Wenn man Angst hat und macht was trotzdem, das ist mutig. Aber eigentlich war das leichtsinnig, also mit leichtem Sinn. Jetzt erstmal Glas holen aus dem Schmelzofen an die Glasmacherpfeife, also das Blasrohr. Jetzt mache ich erstmal eine Glaskugel. Sieht einfach aus, aber eine schöne runde Form hinzukriegen ist nicht so leicht, wie man denkt. Da brauche ich einen kleinen Posten Klarglas. Ich muss den aber vorne aufmachen, also ausblasen und wegschneiden, damit die Pfeife wieder frei ist. So, und den Nabel jetzt wieder heiß machen, damit ich dort das massive Farbglas ansetzen kann. Das Farbglas ist ja im anderen Ofen, dem Kühlofen, schon vorgewärmt, damit es dann auch wirklich klebt. Es ist ja kein hitzebeständiges Glas, mit dem wir arbeiten. Es muss also vorgewärmt werden, das heißt, das Glas verträgt keine Temperaturschocks, da platzt es. Der Schmelzofen hier läuft auf 1200 Grad, der Kühlofen hat dagegen nur 510 Grad. Und ich benutze ihn somit auch zum Entspannen des Glases am Schluss, damit die Sachen eben nicht platzen. Und hier drin, im Kühlofen, wärme ich das Farbglas auch schon immer vor. So, jetzt zwei Stücke, gelb und rot. Die kann ich jetzt am Ofen weiter warm machen, aber immer noch mit Vorsicht. Es muss jetzt erstmal langsam noch ein bisschen hochkommen in der Temperatur und die Stücke langsam weich werden. Im Übrigen verwende ich die Handwerkskunst der alten Schwarzwälder Glasmacher, mit dem Mund geblasen, von Hand geschafft. Das Grundrezept für Glas ist schon 7000 Jahre alt. Nimm 60 Teile Sand, 180 Teile Asche aus Meerespflanzen, 5 Teile Kreide, das ist Geschichte. Jetzt wird es langsam weich, da kann ich das dann schön zusammenwälzen. Es muss auch bis innen rein heiß werden, also man muss Geduld haben. Ein Glas ist ein ganz schlechter Wärmeleiter. Wenn man dazu hektisch macht, ist es außen zwar weich, aber innen drin ist das Glas noch fest. Wenn man es dann verdrehen will, gibt es Murks. Es ist somit eine feine Balance zwischen Kontrolle und freiem Spiel, dem ich dem Glas geben muss. Denn ich kann ja nichts messen. Weder die Menge, noch die Temperatur, noch was genau das Glas jetzt macht. Es ist ja auch ein Material bei den Temperaturen. Ich kann es nie mit der Hand anfassen. Das ist ja eigentlich auch ungewöhnlich. Sonst zum Beispiel Keramik oder so, die haben ihr Material ständig in den Fingern. Das geht beim Glas überhaupt nicht. So, jetzt kann ich die zwei Farben miteinander verdrehen, sodass die schön umeinander rumlaufen. Eines der vielen Dinge, die ich vom Glas gelernt habe, ist Durchhalten. Also zum einen am Anfang muss man sehr viel üben, um überhaupt ein Stück weit vorwärts zu kommen. Weil es halt flüssig ist, man kann nicht langsam damit arbeiten. Auch diese Zähigkeit, die das Glas auch beim Fließen hat. Somit muss ich selbst lernen, zäh zu bleiben und durchzuhalten. Und das ist jetzt das ganze Farbmuster schon für die Kugel. Und weil das jetzt so klein schon fertig ist, da kann man gar nicht bestimmen, wie das Muster nachher genau aussehen wird. Das ist eigentlich auch das Schöne. Da ist kein Stück wie das andere. Und ich lasse dem Glas damit auch sein Eigenleben.
denn ich will ihm nicht unbedingt meine Vorstellungen aufzwingen, so wie viele Menschen in ihren Karrieren gezwungen sind, die Träume anderer zu realisieren, sondern ich gebe einfach eine Richtung vor und das Glas soll selbst mitspielen. So ein bisschen Luft muss dann auch noch rein. Damit man es blasen kann, muss ich schauen, dass ich von Anfang an immer ein bisschen Luft drin habe. Sonst kriege ich es nachher nicht mehr aufgeblasen. Eigentlich ist Glas ja eine ganz verrückte Angelegenheit. Und ich bin auch dadurch zum Glas gekommen. Also damals nach der Schule, als ich überlegt habe, was ich machen will, da habe ich bei einer Glasbläserin an der Gasflamme gesehen, wie sie Glas macht. Und ich fand, das ist doch ein total verrücktes Material. Eigentlich ist es nur Sand, den man schmilzt und dann ist es transparent. Wenn man durch eine Fensterscheibe guckt, es ist nichts anderes als Sand. Und dann kann man, wenn es dann heiß ist, eigentlich alles mitmachen. Es ist flüssig und nachher ist es zerbrechlich. Und dieses Spannungsfeld zwischen dem Flüssigen und dann dem Festen und Zerbrechlichen ist im ganzen Leben das Gleiche. Und gerade zwischenmenschlich kann es sehr zerbrechlich sein. Und mit dieser Faszination habe ich dann meine Lehre angefangen. Ohne Vorerfahrung, in meiner Familie ist auch niemand, der mit Glas gearbeitet hat. So, jetzt mache ich neben der Kugel noch was anderes. Und dafür muss ich die Sachen vorbereiten, die ich da drin haben will. Glitzerteile, Scherben, Leuchtmittel. Und die werde ich jetzt auch erstmal vorwärmen. Ich will nicht perfekte Sachen machen, sondern ich mag gern den Zufall mit reinlaufen lassen und auch einfach ein bisschen das Spiel gern mit dabei haben. Man könnte auch behaupten, der Mensch ist eigentlich ein Spielkind. Also es macht ihn hauptsächlich aus. Beim Glas machen spiele ich mit dem Material und lasse es selber dann auch wohin kommen und einfach mal ein bisschen probieren. Ich finde es viel faszinierender und es hat einfach mehr Bedeutung. Unsere heutige Welt ist ja extrem geeicht auf Leistung, alles muss perfekt sein. Inzwischen herrscht ja sogar Selbstoptimierung bis hin zum am Körper rumoperieren, damit da alles so ist, wie man es gern hätte. Und da dann einfach Sachen zu haben, die nicht notwendig sind, die sind nicht zwingend, die sind einfach nur schön, aber es war's dann auch. Ich finde es sehr wichtig. Denn es ist wichtig, dass es Dinge gibt, die einfach nur etwas Spezielles sind, die das Auge, das Ohr erfreuen, die Seele und da wieder ein bisschen Ruhe, ein bisschen Gleichgewicht reinkriegen. Jetzt mache ich erstmal die Kugel weiter. Jetzt habe ich wieder eine Lage Klarglas über dem Farbglas und da muss ich jetzt schön vorbereiten. Das heißt, mit dem Holzlöffel vorformen, damit es nachher gleichmäßig kommt und eine runde Kugel wird und nicht eine Kartoffel. Das heißt, wenn das Äußere dann mal eine schöne Form hat, muss ich es auf jeden Fall nochmal durchwärmen, damit es auch innen drin wieder richtig warm ist, damit alles schön gleichmäßig sich aufbläst. Was so leicht aussieht, bedarf viel Übung, wie so vieles im Leben. Beim flüssigen Glas muss ich immer aufs Glas reagieren, aufmerksam sein, impulsiv schnelle Entscheidungen treffen, im Wechsel mit Geduld und Abwarten. Meine Erfahrung im Leben ist, manches braucht einfach auch Zeit. Beim Glasmachen ist es ja auch so. Ich kann da nicht meinen Kopf einfach durchsetzen. Das funktioniert gar nicht. Ich muss den richtigen Moment erwischen. Und dann muss ich auch da sein, dann muss ich die Gelegenheit auch nutzen. Ich muss Entscheidungen treffen und dazu stehen, so wie im Leben. Was auch sehr wichtig ist, ist, dass man flexibel ist. Dass man mit allen möglichen Situationen umgehen kann und auch möchte und sich nicht davor fürchtet. Denn nur so kann man dahin kommen, wo man hin will. Besonders wenn man neue Projekte macht, wenn man andere oder neue Wege geht. Wenn ich nur so Standards im Kopf habe, dann bleiben mir viele Sachen unmöglich, viele Türen verschlossen. Oftmals muss ich sogar den gegenteiligen Weg gehen, um zu meinem Ziel zu kommen. Und das kann ich nur mit Flexibilität. Und genau das macht auch Kreativität aus.
Denn nur mit Kreativität erweitere ich meine Möglichkeiten und mein Lebensspektrum. Viele Leute vergessen dabei, dass die Gedanken frei sind, dass wir eine unendliche Vorstellungskraft haben, dass wir die Freiheit haben, uns alles Mögliche auszumalen. Und das ist in meinen Augen genau das, was uns als Menschen ausmacht. So, jetzt wollen wir die Kugel schon mal ein bisschen aufblasen. Immer ausbalancieren, drehen, Gleichgewicht halten, dass es einem auch nicht wegläuft. Blase ich zu schnell auf, wird sie flach. Blase ich zu langsam auf, wird sie länglich. Und weil es nachher irgendwie wieder abgehen muss vom Eisen, muss man das vorbereiten und schon mal eine Engstelle, eine Sollbruchstelle anlegen, sonst kriege ich das nachher nicht ab. Das Schöne ist, es entsteht dann bei diesem Prozess ein bisschen wie ein Tanz. Also miteinander spielerisch, tänzerisch umgehen. Ist ja in meinen Augen ganz wichtig, weil ein Mensch auch immer eigene Eigenschaften mitbringt und letztendlich immer wieder überrascht. Er macht ja nicht, was ich erwarte. Und damit brachialer Gewalt heranzuwollen, führt für beide Seiten eher zu Schäden. Jetzt kann ich der Kugel den Aufhänger aufsetzen. Es ist beim Glas so, es ist im ganzen Leben so, die Übung macht's aus. Also man muss probieren, man muss Fehler machen. Wenn ich beim Glasmachen im falschen Moment arbeite, wenn es zu früh ist, dann ist es noch zu flüssig und es läuft mir davon. Dann muss ich daraus auch Schlüsse ziehen und überlegen, was war jetzt passiert. Also versuchen zu verstehen, warum hat es jetzt nicht funktioniert. Und im zwischenmenschlichen Leben ist es ja genau das Gleiche. Ich verletze öfters auch andere Leute, gerade in der Jugend, ohne es zu wollen, weil man noch keine Ahnung hat. Es dauert, das zu begreifen. Das heißt, Fehler machen, auf die Schnauze fallen, das gehört dem Leben schlicht und einfach dazu. Da kommt keiner drum rum. Wenn man versucht, so zu tun, als könnte man perfekt sein, das führt in die Irre. Und meist in ganz schwierige Situationen, weil dann entsteht auch oft Sturheit. Und dann haben die anderen nicht mehr ihr Recht. Dann gilt nur noch das Recht des Stärkeren. Es kann aber nicht sein, dass ich immer Recht habe. Sondern es ist auch oft so, dass die anderen Recht haben. Und gerade in der Demokratie ist es ganz entscheidend, dass man dann auch das einstecken kann, ohne Verdruss. Und sagen kann, gut, das haben jetzt halt die anderen gewonnen. Beim Glas ist es genau das Gleiche. Du kannst nicht gegen das flüssige Glas arbeiten. Du musst das Glas zu seinem Recht kommen lassen. Es ist eine direkte Kommunikation zwischen dem Glas und mir. Dass ich da immer aufs Glas reagieren muss und andersrum dem Glas auch wieder einen Anschub geben kann und muss, in eine bestimmte Richtung zu gehen oder eine bestimmte Form anzunehmen. Beim Glas ist es so, im Leben ist es so. Der Aufwand mit Gewalt, was irgendwo hinzubringen, ist unglaublich hoch. Das macht einen auch selbst zwangsläufig kaputt. Was ich sehr gerne mache, ist das Schaffen von Einzelstücken und nicht diese Standardware. Ich schaffe das Schöne, das Eindrucksvolle und somit letztendlich das Nutzlose. Braucht es, was ich mache? Braucht es nicht. Was ich mache, ist ein Kontrast zu dieser heutigen Nutz- und Leistungsgesellschaft, zu dieser perfekten, dieser hocheffektiven Welt. Ich halte ein bisschen provokant dagegen. Es ist nutzlos, denn es passiert was. Was für den Menschen sehr wichtig ist, wenn ich mich als Schaffender damit beschäftige. Wenn ich es als Betrachter in die Hand nehme, es in den Fingern halte, es anschaue, das Transparente, das Zerbrechliche, das Lichtspiel, das Farbspiel, wenn ich das alles auf mich einwirken lasse, das ist in meinen Augen für uns Menschen ganz entscheidend. Das macht uns aus. Und deswegen ist diese Kreativität vielleicht nutzlos in einer perfekten, leistungsorientierten Welt. Sie ist nutzlos in einer Welt, in der sich der Mensch Normen und Standards zu unterwerfen hat. In einer Welt, in der man immer weniger hat von dem, was einen als Menschen ausmacht. Dann stellt sich für mich die Frage, welchen Nutzen haben wir Menschen eigentlich noch?